Interview mit der berühmten Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld. 1968 ohrfeigte sie auf dem CDU-Parteitag den Bundeskanzler Kurt Kiesinger. Dadurch wurde seine Nazi-Vergangenheit öffentlich bekannt. Kiesinger verlor die Wiederwahl und Willy Brandt wurde Bundeskanzler. Später enttarnte Beate Klarsfeld den Nazi-Kriegsverbrecher Klaus Barbie in Bolivien. Mit Hilfe ihres Mannes Serge Klarsfeld konnte nach einem Regierungswechsel Klaus Barbie an die französische Justiz überführt werden. Serge und Beate Klarsfeld sind bis heute politisch aktiv. So, die Gefahr des Rechtspopulismus, der den Rechtsradikalismus nach sich zieht, haben Sie der Jugend was mitzuteilen, dass sie sich aufklären und auch Projekte an den Schulen machen? Ich würde sagen, das ist ganz klar, Rechtsextremismus, die Jugendlichen werden darüber doch informiert, sie lesen Zeitungen und sie wissen, was passiert. Ich sage, das Engagement muss sofort kommen. Mhm. Es ist schwer, den Jugendlichen heute einen Ratschlag zu geben. Sie sehen die Entwicklung in ihrem Land. Ich weiß, die Pegida hatte auch sehr viele Anti-Pegida-Demonstrationen, aber meistens sind, sagt ja auch die Gesellschaft im Allgemeinen, die deutsche Öffentlichkeit, deutsche Gesellschaft ist im Allgemeinen, wie man sagt, auf dem rechten Auge blind. Sie haben gesehen, der Prozess gegen die Beate Scherps und ihre Freunde, die sich das Leben genommen haben, der dauert wie viele Jahre? Schon 3 Jahre. Das ist unmöglich. Das bringt furchtbar viel Reklame und in die Zeitung. Das ist nicht sehr gut. Im Gegenteil, an diesen ganzen Prozessen können sich viele Jugendliche irgendwie da als Beispiel vielleicht, wenn sie diesen Prozess nehmen. Das ist sehr gefährlich. Man sollte im Allgemeinen auch die Presse müsste es etwas mehr totschweigen, denn viele Jugendliche sind bei den Islamisten. Sie haben sich über Internet informiert und wenn man ihnen auch noch verspricht, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie so und so viele unschuldige Opfer töten, das ist sehr, sehr schwer. Das ist auch eine Propaganda, die gemacht wird und Jugendliche im Allgemeinen natürlich sind sehr anfällig, vor allem wenn sie in einem Elternhaus leben oder irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Leben, kann man sie natürlich leicht mobilisieren und beeinflussen. Das ist eine Erziehung, die im Allgemeinen von den Lehrern abhängt, vom Elternhaus auch ganz klar. Aber im Allgemeinen natürlich muss man auch den Staat überlassen, Rechtsextreme mehr zu bestrafen. Sie haben gesehen, der Karlsruhe hat das Verbot der NPD zum zweiten Mal wieder abgelehnt. Im Allgemeinen sagten sie, die Partei ist noch nicht allzu gefährlich und nicht sehr zahlreich. Wenn sie gefährlich wird, werden wir sie verbieten. Aber bis dahin, was kann sie dann schon noch erreichen? Und im Allgemeinen heute natürlich die NPD und Alternative für Deutschland haben die im Allgemeinen die gleichen Mitglieder. Das ist eine sehr große Gefahr. Aber auch die ganzen, würde ich sagen, die deutschen politischen Parteien, die etablierten Parteien, haben sich wahrscheinlich nicht stark genug gegen diese Rechtsextremen ausgesprochen. Und die Bestrafung allgemein, wie Sie schon sagten, ist im Allgemeinen immer sehr leise verlaufen. Wie oft hat man die Täter, die Flüchtlingsheime angesteckt haben, gefunden, sehr wenig. Und wenn man sie fand, sind sie wohl verhört worden, aber wieder freigelassen worden. Die Bestrafung war nicht so stark, dass man andere Jugendliche davon abbringen kann, das zu tun. Man muss, würde ich sagen, stark bestrafen, um diejenigen, die das wiederholen wollen, dazu zu entmutigen. Zumindest erstmal für Deutschland eine NPD, das ist eine Neonazi-Partei, eine Partei, die Hitler lobt und Hitler rühmt, die muss symbolisch schon verboten werden für die ganzen anderen Länder, die gelitten haben. Die Opfer, ja. Das wäre schon mal eine symbolische Aktion gewesen, dass man die verbietet. Ja, was sollen Sie machen? Es ist schwer. Und ich meine, wir haben uns damals engagiert. Unser Problem war begrenzter als das, wir heute haben. Ja? Wir hatten einen NS-Verbrecherprozess in Köln. Das war eine begrenzte Sache und es betraf uns auch persönlich mehr. Und meine Freunde waren die Opfer, denen hätten die Eltern verloren gehabt. Das ist jetzt ein sehr weites Problem. NPD, Front National sind wir sehr aktiv. Ja, ich sagte ja, wir hatten jetzt 2 Prozesse gehabt. Von einem, diesen Holocaust-Verleugner, der letzte Solar, der hatte uns in seinem Twitter Foto von Serge und mir und darunter stand, die Arbeit ist nicht erledigt von allem. Der Mann hätte uns in die Gaskammer schicken sollen. Nicht? Das war jetzt der erste Prozess, ist er zu 6 Monate auf Bewährung. Jetzt war Einspruch erhoben, da waren wir wieder da und da hatte er also einen Brief, also uns beleidigt, Serge und mich, die jüdischen Gemeinden, die jüdischen Organisationen. Und der Brief ist vorgelesen worden und sein Rechtsanwalt sagte, er hätte ja wieder bestraft werden können für diesen Brief, nicht? Aber der Rechtsanwalt sagte, diesen Brief habe ich Ihnen vorgelesen, das ist ein Brief von Zoral, aber ich nehme ihn in mein Plädoyer auf. Dann kann man nichts mehr machen gegen einen Rechtsanwalt. Also
Oh, ich meine, er wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als 6 Monate auf Bewährung allerdings haben. Es war das erste Mal, allgemein hatten diese Holocaust-Leugner also Geldstrafen, die sowieso nicht bezahlt haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass die Schüler heute was machen, auch in dieser Aktion Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wo sich die Schüler dann auch engagieren und auch ihre Aussage treffen, dass Rassismus die falsche Lösung ist, dass wir eigentlich tolerant sein sollen, auch den neuen Mitbürgern gegenüber. Und aus der Geschichte lernen sollten. Und da finde ich ja, dass man dort auch die Generation mit anderen einbindet. Und deshalb sind wir ja auch hier, um das zu sehen, ne? Und auch aus den Erfahrungen von den älteren Generationen zu sammeln. Ja, ich meine, sie machen eine gute Arbeit damit. Man muss die Jugendlichen an dieses Problem auf die verschiedenste Art heranbringen. Sie haben das mit ihren Zeichnungen gemacht, die vielleicht ein anderer anderen Art und Weise wie ein Geschichtslehrer, der also mit Zahlen sagt, so und so viel Holocaust und so. Sie haben das auch anhand der Zeichnung den Jugendlichen gezeigt, sie lesen die Texte und wahrscheinlich ist es etwas modernisiert, vielleicht als Geschichtsunterricht, würde ich sagen, für die Jugendlichen. Ja, die Jugendlichen, also ich, als ich zum Beispiel auch ihr Buch gelesen habe, Erinnerungen, da kamen mir auch schon die ersten Ideen daraus, auch eine Graphic Novel zu machen. Was sehr bewegend ist, die ganze Geschichte, die Sie erlebt haben, und auch mit dem Bruch, den es gegeben hat zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich möchte mich sehr herzlich für das Gespräch bedanken. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank.